Nee, so Sachen, sowas wünscht man niemanden, ohne Witz. Ich bin ja froh, dass nur Erkältung ist, da kann ich alles noch so machen, wie ich möchte. Alles andere, wenn du sobald im Bett liegst und nicht mehr aufstehen kannst, weil es dir irgendwie dreckig geht, ist immer blöd. Und vor allem um die Jahreszeit immer blöd, ne? Da gibt es so viel zu tun gerade. Ich weiß gar nicht mehr. Müsste man mal Pippa fragen, wann das war, in welchem Jahr, wo ich Silvester verpennt habe, weil ich im Bett lag, weil ich krank war. Das war eklig. Das war nicht schön. Pippa weiß das normalerweise. Oh, Inventar voll. Oh, oh, oh. Jetzt warte mal, Inventar voll. Schmeißen wir doch mal das Kreaturenei. Ich weiß, es ist zwar schade drum, aber ganz ehrlich, so ein Kreaturenei, das finden wir schon wieder. Aber so Quarze kann ich auf keinen Fall liegen lassen. Da schmeiße ich lieber Titan für raus. Weil Titan, an das kommen wir relativ schnell und relativ einfach auch. Und die Base da. Schwimmen wir noch wieder überall. Was ist nur mit euch nicht richtig? So. Jetzt ist wieder alles voll. Okay, dann lass uns mal nach Hause düsen. Ich überlege mir gerade, ich glaube, ich habe keine Energiezelle für meinen Speedster. Das wäre nämlich extrem wichtig, dass wir mal gucken, dass wir so ein Fahrzeugdings bauen. So eine Produktionswerft. Oder werden gerade Fische zerlegt. Das ist weniger gut. So, da ist die Base. Alles klar. Das schaffen wir auch wahrscheinlich noch. Den Sauerstoffreserven, kommen wir da hin. So, und rein in die Bude. Welcome aboard, Captain. So, haben wir hier irgendwas für diesen Teil? Hier haben wir noch ein bisschen Fisch und so weiter eingelagert. Wir könnten irgendwo mit Sicherheit noch Salz. Nee, haben wir nicht. Okay, da haben wir nicht so viel eingelagert, wie ich dachte. Dann können wir trotzdem aber mal ganz kurz hier ein kleines Dächlein einbauen. Dann sehen wir nämlich auch schön hier. Schaut gleich viel netter aus, oder? So, okay. Plan B ist jetzt weiter. Und zwar, lass mal schnell schauen. Luke ist klar, Fenster ist klar, Verstärkung ist klar. Das ist auch geil, so ein L-Glas-Korridor. Titan ist sowieso in Ordnung. Ja, und die Außenmodule, da fehlt uns einfach noch was für die Fahrzeugbucht-Geschichte. Jetzt pass auf, wir haben ja so einen Speedster noch am Start. Das wäre noch so eine Idee. Das wäre noch so eine Idee. Ein Blasenfisch haben wir auch noch. Den müssten wir auch gleich nochmal verwursten. Was? Du solltest den Rescue-Capsule mal reparieren. Hilft bei der Signalverstärkung für den Auffinden der Raum. Was ist der anderen Rettungskapsel. Ach, verstehe. Okay. So, pass auf. Wir könnten noch eine zweite Sauerstoffflasche hinzubauen. Da hätten wir mehr Sauerstoff im Augenblick. Ich würde aber ganz gerne die wir haben, verbessern. Ansonsten eine Taschenlampe ist geil, ein Reparaturwerkzeug wäre später noch auch wichtig, ein Laserschneider sowieso. Lagerbehälter ist klar, Seeglide haben wir schon. Destillenanzug wäre auch cool, können wir aber noch nicht machen. Kabelsatz und Fasergeflecht für ein Kreislauftauchgerät, das wäre glaube ich ziemlich wichtig. Feuerlöscher ist klar. Also das finde ich jetzt so als nächstes wichtig. Ein Kabelsatz und Fasergeflecht. Warte mal, lass mal ganz kurz gucken. Fasergeflecht, haben wir das hier irgendwo? Ja, hier. Schlingpflanzenprobe. Haben wir da noch irgendwo hier vielleicht was eingelagert? Nee, ne? Aber das ist ja kein Problem. Was? Unser Messer ist kaputt. Nein! Jetzt haben wir eine Schlingpflanze und sind schon wieder knallevoll. Ist okay, war ja klar, dass das passiert. So.
Okay, jetzt müssen wir mal langsam ein bisschen aufpassen. Also, wir brauchen jetzt erstmal Folgendes. Machen wir erstmal das weiter. Glas können wir auch nochmal ein bisschen herstellen. Brauchen wir mit Sicherheit auch noch. Kupferdraht brauchen wir nicht. Zumindest jetzt noch nicht. So. Dann kommt erstmal davon ein bisschen was weg. Apropos, wir brauchen ein neues Messer. Silikon. Das haben wir aber. So, neues Messer. Dann holen wir uns die zweite Schlingpflanze schnell hinterher. So, zweite Schlingpflanze. Na komm. Okay, Fasergeflecht haben wir. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Kabelsatz. Den haben wir, glaube ich, auch irgendwie noch. Nee, ein Kupferdraht. Ah, warte mal, ein Kabelsatz. Kabelsatz. Zwei Silbererz brauchen wir dafür. Eins haben wir sogar schon da tatsächlich dabei. Dann nehmen wir noch das zweite mit. Dann können wir das auch schnell herstellen. Na, gut, dass wir Silber mitnehmen. Ne? Gut, dass wir immer Silber mitnehmen. So, Kreislauftauchgerät, wunderbar. Sag jetzt nicht, ich hab das schon. Nein! Das habe ich echt schon gemacht, ne? Ah, super. 1A. Ich Idiota. So, pass auf, dann kommt das noch damit rein. Wieder nicht aufgepasst, ne? Wieder nicht aufgepasst. Dieser Zwerg. So, dann lagern wir jetzt erstmal den ganzen Plunder hier ein. Na, das nicht. So. Ach, warte mal. Gold muss noch rein. Und den Satz brauchen wir auch. Dann können wir das noch weglagern. Und jetzt... Also, Titan brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ivan, der erste Livestream. Und kein RimWorld. Oh. So, warte mal, jetzt brauchen wir den Ziegler halt mal wieder. Den möchte ich mal wieder mitnehmen. Wir haben hier Haufen Batterien. Hier ist eine Batterie. Aber das sind die falschen, ne? Die gehen da nicht rein. Nee, doch, die gehen da freilich rein. Warte mal, wechseln. Ja, geil. Leere Batterie kommt dann da wieder rein. Und dann nehmen wir noch eine volle mit für unterwegs. Yay, Baby, Baby. So, den packen wir jetzt aber trotzdem weg. Weil ich möchte die Energiezelle nicht überreizen. Dann müssen wir allzu schnell wieder eine neue machen. Plan ist es jetzt. Aktuell, wir müssen ein bisschen mehr Lithium finden. Wir haben zu wenig. Ich möchte nochmal kurz in dieses eine Biom rüberschauen. In dieses Pilzkappenbiom. Um dort neuen Nachschub zu generieren. Mal ein bisschen, noch ein bisschen was reinzuholen. Aber gucken wir mal. Okay, wir schauen. Schöner Mond, schau dir das an. Gucken wir mal, wir sind immer noch bei dem Biom unterwegs. Ich würde auch ganz gerne warten, bis wir ein bisschen heller haben. Schaut noch eine Schlingpflanze raus. Eine Schlingpflanze. Hm, hier sind wir noch nicht richtig. Ich glaube zumindest, wir müssen hier ein bisschen weiter noch. Ganz schön düster heute Nacht, ey. Ganz schön düster. Aber so ist doch ganz nett. Können wir ein bisschen schwimmen, das tut nicht weh. Ah, warte mal, wir sind zu weit. Wir sind zu weit, wir müssen irgendwo in die Richtung weiter. Ich glaube, hier müssen wir hin. Weil sonst kommen wir zu nah an das Raumschiff ran. Ich glaube, hier müsste es irgendwo sein. Hier vielleicht.
Was aktiver? Oh, das ist schwer zu sagen. Das kommt immer drauf an, was du lieber machst. Na, wenn, also ich persönlich bin jemand, ich bin wenig auf dem Teamspeak unterwegs, weil ich einfach persönlich lieber das bisschen Zeit, was ich habe, schreibe ich mal schnell eine Nachricht und dann kann die jeder lesen und dann ist gut. Auf der anderen Seite ist natürlich der Teamspeak an sich auch ganz cool. Weil wenn du mal Zeit hast, kannst du da lustig quatschen. Ich meine, wenn du sagst, du bist jetzt, dir geht's jetzt irgendwie mit Quatschen ist nicht so gut, dann ist natürlich bietet sich der Discord auch eher an. Das kommt aber drauf an, was man selber auch immer ganz gerne mag, ne? So, runter mit uns. Okay, Licht haben wir an. So, lasst uns gucken. Lithium. Das Biom ist immer furchtbar zum Aufbauen. Energietransmitter. Yes! Alles klar, Mann. Super! Wir müssen bloß rechtzeitig wieder hoch. Wir sind sautief gerade. Also für unsere Verhältnisse im Augenblick. Und es dürfen auch nicht so schnell sein, weil sonst finden wir hier wieder die Hälfte nicht. Okay, hoch mit uns. Ah, der Tag bricht an, meine Lieben. Seht ihr? Es geht die Sonne langsam auf. Schön, so ein Sonnenaufgang am Morgen. Warum eigentlich Subnautica? Ah, weil ich da gerade Bock drauf hatte. Es war ist relativ einfach. Ich habe da richtig Bock drauf gehabt. Oder haben wir gedacht, ach, naja, haben schon lange nicht mehr gespielt. Ich brauche noch ein paar Folgen. Das bietet sich ja einfach an. Wie lange habe ich vor? Ich vermute mal, dass der Stream heute so bis um 10 Uhr rumgeht. Denke ich mir zumindest. Oh, ein Hüllenfragment. Yes, okay. Wow, was ist denn hier los? Okay. Massive Satisfaction. Ist das hier? Da auch noch irgendwas. Kreaturenei. Nehmen wir mit. Ist gekauft. So, gucken wir schnell weiter. Ja, zum Scannen ist diese Ecke hier super. Ich wünschte mir bloß, wir hätten ein bisschen mehr Zeit dafür. Gleich nochmal weitermachen. So, 2 von 3 schon. Ich weiß. Okay. Wir haben das Brückenfragment. Und. Alles klar. Okay, ein Teil haben wir schon. Jetzt müssen wir bloß schauen, dass wir überleben. Mal schaut gut aus. Wir kommen relativ schnell hoch. Okay, die Aurora brennt da gerade lustig vor sich hin. Und wir gucken da unten weiter. Wir haben ja noch nicht alles erforscht. Ich möchte hier noch ein bisschen in die Richtung gucken. Bei diesem riesen Baum, das finde ich total geil. Ich hoffe, die lösen das irgendwann mal mit diesem Aufploppen. Das geht. Irgendwie schaut das doof aus, muss ich ehrlich sagen. Aber. What? So. Yes! So, wieder was. Okay, wir haben Blueprints sind sau wichtig. Oh, das ist ein großer Kristall. Schön. Nehmen wir noch ein bisschen Titan, nehmen wir mit. Können wir immer noch wegwerfen, wenn wir es nicht brauchen. Oh.
Gucken wir schnell. Aus, aus, aus. Haben wir hier irgendwas, was wir forschen können? Ist ziemlich tot hier alles, oder? Aber jetzt müssen wir trotzdem rauf, ganz kurz. Ich muss mir das mal, muss mir die Stelle mal merken. Ich vermute mal, da müssen wir irgendwas drin scannen und dann kriegen wir Signal oder sowas. Kurz tanken und wieder runter. Das würde ich jetzt nochmal ganz gern forschen, das Ding. Also ich will zumindest wissen, was man damit machen kann. Da liegt ein PDA, okay. Hab ich den gerade übersehen? Ach, da! Jawohl! New PDA Data. Haben wir die jetzt irgendwie hier aufgelöst? Okay. Sehr nice. Finde ich klasse, das Ding. Aber wir sind immer noch nicht fertig mit dem Forschen. Aber das mit dem PDA ist cool. Dankeschön an der Stelle. Warum komme ich nicht mehr hoch? So. Wow! Ah, Wilder ist auch im Spaß. Am Start. Macht gerade das Gambling zu. Damit die Diskussion mal auch ein klein wenig wieder anläuft. So, gucken wir uns mal um den Baum hier noch rum. Ich finde den total cool. Vielleicht gibt es da auch Höhlen oder sowas. Wäre auch cool. Hier gibt es auf jeden Fall Sauerstoff. Sauerstoff? Wow, der ist hohl. Ein Baumigel. Okay, wir sind wieder voll. Ein bisschen weiter forschen. Ein bisschen gucken. Ah, die, dass wir die nicht mitnehmen können. Da brauchen wir echt so ein Prawn-Suit. Was ist hier drin? Boah, es leckt gerade ein bisschen, ne? Das liegt an dem Biom, denke ich. Wow. It's a little bit dangerous. Lithium. Gold. Okay, weiter geht's. Neue Runde, neues Glück. Jetzt schauen wir mal. Die Richtung. Also Biom ist auf jeden Fall mega. Oder wir fahren die ganze Zeit im Kreis. Das kann auch sein. Und da wollte ich eigentlich hin. Aber uns geht die Energie aus. Das ist ein bisschen schwierig. What? Okay, da müssen wir auch hin. Ah, wir haben so viel zu tun. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Okay, jetzt ist er aus. Das ist ein bisschen doof, weil jetzt können wir nämlich nur noch weiter schwimmen. Also nächste... Dehydration detected. Oh, oh. Okay, wir müssen demnächst sowieso zurück. Wir gucken mal, ob wir da noch irgendwas mitnehmen können, was halt so offen rumliegt. Und dann müssen wir nach Hause. Wir müssen uns mal ein bisschen versorgen. Ah! Blood nutrient levels decreasing. Calorie intake recommended. Yes.
Sehr nice. Guck mal, der hat hier... Wow. Wow, ein Schreibtisch.